Herzlich willkommen von einem der schönsten Strände von Mallorca. Schön sind sie alle auf ihre Art, aber heute bin ich in Estreng und schaue mir einmal einen Teil dieses so wunderschönen langen Sandstrandes an. Hab die Gunst der Stunde genutzt, blauer Himmel. Ja, sattes Grün, relativ weißer Sand. Es ist windig, wie so oft im Herbst, so ganz ruhige See hat man selten. Trotzdem nochmal ein schöner Tag, den ich einmal nutzen möchte, um diesen Strandabschnitt vorzustellen. Ja, und dazu nehme ich alle Zuschauer gerne mit auf den Weg und freue mich, dass ihr dabei seid. Ich starte in der Nähe von Ses Corvetes und habe hier eine gute Möglichkeit gefunden zu parken. Ja, da ganz hinten, da ist Colonia St. Da ist natürlich links davon Colonia St. Jordi und da ist die schöne kleine Insel Sa Calopa. Da links ist Colonia St. Jordi und dieser ganze Abschnitt befindet sich eben zwischen Ses Corvetes und Colonia St. Jordi. Und da hier rechts ein Bereich ist, den man nicht passieren darf, hier ist natürlich die Natur sehr, sehr schützenswert, wird mit vielen Schildern darauf hingewiesen, dass man diese nicht betreten darf. Hier rechts ist ein Privatgrundstück oder mehrere Privatgrundstücke. Es gibt ja auch Häuser, die leer stehen. Warum auch immer. Man hofft natürlich sehr, dass die Natur hier so, wie sie ist, lange, lange erhalten bleibt. Gerade die Dünenlandschaft, die wir gleich sehen werden, die darf nicht betreten werden. Die Nachmittagssonne steht schon ein wenig tiefer. Ja, wie ich schon eben angesprochen habe, es gibt wirklich einige Möglichkeiten, hierher zu kommen. Ich würde je nach Jahreszeit immer eine Möglichkeit wählen. Jetzt kann man das auch machen über einige Stichwege, die man hier auf der Karte sehen kann. Parallel zum Estreng-Strand führt eine Straße und da gibt es immer wieder Hinweisschilder zu Zufahrtsmöglichkeiten. Hier sehen wir, sind WC-Anlagen verzeichnet. Und da sind überall die Stichstraßen. Und da stehen auch überall Schilder. Hier ist alles gut ausgeschildert. Und wie gesagt, je nach Bedarf sollte jeder seinen Weg finden. Da es jetzt natürlich keine Liegen mehr gibt und wer mal ein paar Stühle mitschleppen möchte, wird wahrscheinlich zusehen. Da ist übrigens auch noch eine Möglichkeit der Zuwegung. Also es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten. Während der Hauptsaison mache ich das öfter so, dass ich dann rechtzeitig komme in Colonia St. Jordi, parke und
und da ein paar Meter weiter zu Fuß gehe. Dafür, dass wir uns in der Nebensaison befinden, ist der Strand wirklich super sauber. Es ist schwer hier lang zu laufen, weil der Sand ziemlich tief ist. Das ist kein einfacher Spaziergang. Man sagt immer einige Zentimeter weg, bis zu 10 Zentimeter. Man findet hier kaum einen festgetrampelten Pfad. Wie man hier sehen kann, man kann ins Wasser gehen. Es ist wirklich noch 20 Grad warm circa, Lufttemperatur heute, ja, ist ein wenig abgekühlt, um die 19 Grad, aber wenn das Wetter aufreißt und der Himmel so aussieht, dann muss man einfach die Chance nutzen und hierher fahren. Im Sommer war ich bei 35 Grad hier, da war der Strand in weiten Teilen sehr, sehr gut besucht. Das Schöne ist, hier geht es sehr flach rein. Tja, Sakalopra. Wenn man hier steht, möchte man gern mal schnell rüber. Wenn man jetzt aber dorthin möchte, die größeren Fährgesellschaften haben alle den Betrieb eingestellt. Dann muss man schon mal privat irgendwie versuchen, dort rüber zu kommen. Gerade von Colonia St. Jordi werden im Sommer ein paar Möglichkeiten angeboten, dort einen Ausflug hinzumachen. Auch ein Katamaran fährt da. Ich komme ja jetzt aus Richtung Ses Corvietes und davor liegt, also praktisch mir im Rücken, liegt Sarapita. Dort gibt es eine Möglichkeit zu parken, an einer Seitenstraße. Der Fußweg am Hafen vorbei, ja, ist ein längerer, aber bei diesen Temperaturen durchaus machbar. Einfach herrlich, das Wasser hier. Ja, kein Strandwächter mehr hier. Die sind seit Ende Oktober weg. Hier sind überall die Hinweisschilder, was verboten ist. Eigentlich selbstverständlich, es ist auch alles abgesperrt. Dennoch laufen immer wieder, es hier zu beobachten, gerade wenn sie sich nicht beobachtet fühlen, die Leute dort rüber in die Dünen und machen da diverses Zeug.
Das ist etwas schade. Und wirklich, diese Natur ist so schützenswert. Dünenlandschaft, soweit das Auge reicht. Ich habe wirklich jetzt diesen Moment extrem Glück, diesen blauen Himmel zu zeigen. Ja, wenn der Boden ein wenig fester wäre, wäre es jetzt gar kein Hindernis, dort bis nach Colonia St. Jordi zu gehen, aber es ist wirklich sehr, sehr weich, auch vorne am Wasser. Auflandiger Wind. Colonia St. Jordi ist ja vom Wasser umgeben, ist so eine Zunge, die da ins Meer hineinragt. Wenn man da durch die Straßen fährt, wundert man sich, links Meer, rechts Meer, wie kann das angehen? Fast wie eine kleine Insel. Sehr schön, habe ich schon in einigen Videos vorgestellt, übrigens auch sehr Covietes vor kurzer Zeit. Wer dort einmal hineinschauen möchte in die Videos, ist dazu natürlich herzlich eingeladen. Ich würde mich riesig freuen, wenn auch alle neuen Zuschauer dem Kanal, Georgis Kanal, folgen würden. Ja, und wer in besonderer Form den Kanal unterstützen möchte, unterhalb des Videos, des Filmes, ist ein Button, der heißt Thanks. Würde mich riesig freuen, wenn der ein oder andere sagt, okay, die Leistung ist unterstützenswert und das mache ich mal. Dort kann man draufdrücken und hat man verschiedene Möglichkeiten, Georgis Kanal zu unterstützen bei der Arbeit. Ja, und dieser Ort ist wirklich traumhaft. Ich habe diesen Besuch nicht bereut. Lass die letzten Momente noch einmal wirken. Sage hier und heute Dankeschön fürs Dabeisein. Verabschiede mich. Tschüss, adios und bye bye. Servus vom Estrengstrand. Bis zum nächsten Video.